Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit dem Gas Station Simulator mit der neuen Version und mit dem neuen DLC mit dem Flughafen. Das bin ich gespannt, wie das weitergeht. Und es geht weiter. Ja, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir gerne ein Abo da oder ein Like. Freut mich dann sehr und hilft mir auch ein wenig hier weiterzukommen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann bitte ein konstruktive Kritik hinterlassen, ob ich etwas kann verbessern, dann werde ich das auch versuchen. So, wir haben 241. Lass mal gucken, was sollen wir machen. Wir sollen die Werkstatt kaufen, ja. Ich habe noch ein bisschen wenig Kohle, aber ich glaube, die kostet, glaube ich, am Anfang auch gar nicht so viel. Ich habe jetzt nur kein Geld für da großartig was zu kaufen. Das ist dann ist ein bisschen schwierig, ne? Ich würde dann viel lieber hier noch mal kurz am Lager aufräumen. Obwohl da eigentlich gar nicht mehr so viel rumlag. Ja, gut. Kriege ich jetzt gar nicht raus. Das auch nicht, ne? Nee. So, ich habe die Tür gar nicht aufgemacht. So. Ja, das ist ein bisschen unhandlich. Ich kann das nicht drehen. Ich wüsste es nicht wie. Deswegen ist das alles etwas schwierig zu handeln hier. Ja, komm. Halte ich nicht damit auf. Alles klar. So, wir müssen wieder rein. Steht auch schon wieder jemand. Natürlich. Ist ja auch wichtig, sonst können wir nichts verdienen. Ne? Es wird natürlich schon eine Weile dauern, bis wir das alles wieder so weit haben, wie wir das schon mal hatten. Aber das macht nichts. Teilweise habe ich sogar schon gestrichen. Die Ecke lasse ich auch erstmal, weil das hier, glaube ich, noch mal vergrößert wird hier rüber später. Na, Herr Police Officer. Ich weiß. Ja, ja, wieder keine Observation fällig. Ui, next level der Popularität. Wow. Ja, der Sandsturm. So, noch eins. Jawohl, ohne Sandsturm. Perfekt. Keiner da? Gut, würde ich sagen, könnte schon mal den Toilettenvorraum hier ein bisschen streichen, weil der bleibt nachher, glaube ich. Da wird, glaube ich, nichts verändert. Mach mal den ein bisschen kackbraun. Obwohl, nee, das ist ja orange. Orange. Ja, das haben sie auch nicht geändert. Ich komme nämlich hier. Ah, ich komme doch raus. Ich komme mit F das Malen verlassen. War das immer schon? Nee. Das war nämlich immer ein bisschen nervig, wenn du dann aus Versehen zweimal geklickt hast. Dann musst du das immer wieder malen. Aber wenn jetzt mit F rauskommt, das finde ich gut. Okay. Die noch, ah, die kommt eh weg nachher, aber ist egal. Kasse, ja, Kunde an Kraftstoff. Alles klar, auf geht's. Ach, schon wieder, sag mal, wo fahrt denn ihr rum? Great. Ja. Okay. Ja.
Danke. Ja. Wer auch immer erlebt. Ich könnte aber noch eins machen, mal eben hier die Posten streichen, die, sagen wir die mal weiß, nee, weiß ist blöd, ich habe ja draußen schon weiß. Kann die machen mal rot oder rotbraun, Dach, Ziegelbraun. Sind die einzeln? Ja, die sind einzeln tatsächlich. Ja, ist gerade nichts los, da können wir das ja gut machen. 266, ich muss mal gucken, was die Werkstatt kostet, aber ich brauche dann aber auch Mats, um die zu betreiben. Ne? So, das Dach kann ich glaube ich komplett einmal so voll sauen. Gut, ja, kann man eben gucken, wie viel Sprit wir noch haben. Deko mache ich jetzt noch keine, dafür habe ich einfach noch nicht das Geld. 100 kostet 2. Ist gepokert, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es teurer wird. Wo sagen wir jetzt? Ist aber gut. Das siehst du, wie wenig der immer tankt. Der fährt immer nur so ein bisschen rund und dann kommt er wieder. Dorfdepp. So, aber weißt du, was wir machen könnten, wenn schon nichts los ist? Rudy, wo habe ich dich denn hingepflanzt? Oder oh, Stippchen wieder zu Hause? Ne? Und ab und zu mal so einen Hügel wegmachen, aber warum der sich immer resettet? Hat er aber nicht. Hab ich den denn verloren? Ich warte bis hell ist, das sehe ich ihn besser. Da ist er doch. Kameraführung haben sie hier ein bisschen geändert. Der geht irgendwie automatisch immer so, wie es nicht soll. Ah, hier kann man auskippen. Das ist gut. Kunde an Kasse, 2 Stück. Gut, komm, den machen wir eben mal weg. Ja. Nicht. So, ich muss rein, Kunde an Kasse, Kunde an Kraftstoff. Genau, Werkstatt mache ich erst auf, wenn ich hier fertig bin. So, hier parkt ja normalerweise noch keiner. Machen wir schnell ab. Tanken das Ding aber noch voll. Machen gleich den Kanister wieder voll. Whatever, ja. Ich komme sofort. Sonst haut er nämlich ab und das wäre fatal. Verlorene Kohle. So, Kasse hat er gesagt. Oh Mann. Ist am Anfang immer ein bisschen stressig. Nochmal Mitarbeiter haben. Ist immer noch stressig, aber nicht mehr ganz so extrem, ne? Ja, Sauberkeit sieht doch gut aus. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Opa, sag den Satz nicht. Aber wenn es doch wahr ist, egal. Genau, ich wollte ja mal gucken, was die... Kann ich die Tankstelle schon hoch pushen? Nee. Okay, ich habe geklickt. Wollte ich eigentlich noch gar nicht, aber egal. Jetzt haben wir es.
Jetzt ruft bestimmt Onkel schon wieder an, ne? Werkstattkunde. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich am Anfang überhaupt habe. Müll. Genau. Ist der schon unterwegs, der Erste? Nee. Gut, können wir hier ein bisschen aufräumen. Neue Mail, ja, ich weiß. Werkstatt. So, sonst noch irgendwo Müll? Hier noch ein bisschen, ja, komm. So, wir haben ein paar Spiegel, wir haben ein paar Räder. Ist ja gar nicht so übel. Können wir mal eben die Preise checken? Wir haben nicht viel Geld, das hat 300 gekostet wieder mal, ne? Lieferung, Reifen zum Beispiel. Teuer, ne? Die wären günstig. Na, guck dir mal, was die kosten. 80. Das war eine ganze Kohle weg. Deshalb Mail lesen wir und dann machen wir erstmal ein bisschen Geld jetzt. Bei der Werkstatt, die lohnt sich schon ganz gut. Also die, da verdient man schon einiges. So, jetzt kommt aber der große Knall und der Sprit ist genauso teuer immer noch. Ja, das nützt ja nichts. 3,31 Dollar haben wir noch. Das ist irgendwie auch mehr geworden, habe ich das Gefühl. So, und hier, das wird nicht mehr. Das haben wir auch schon gehabt beim letzten Mal. Konnte ich so viel reinschmeißen von den Säcken her, wie ich will, wie ich wollte. Es werden nicht mehr. Okay. Kundinwerkstatt, ja, war mir klar. So. Auf geht's. Was haben wir? Tür, habe ich schon gesehen. Machen wir die mal zuerst. Ein Rad, ein Spiegel. Hallo Arnold. Gut. Ja, ich muss. Aber wir kriegen jetzt hier ziemlich viel Geld zusammen. Lass die hier, die bringen einiges. Problem ist nur, Räder sind teuer im Moment. Das ist nicht so gut. 290, sehr gut. Hier ist auch so ein Phänomen. Ich kann einen Reifen, ein komplettes Rad kann ich in den Ich schmeiß der Opa erstmal das ganze Werkzeug weg. Wo ist denn der Scratcher? Der muss auch noch irgendwo liegen. Der Lackstift. So, ja, Spritfritz ist da, gell? Der mal lernen würde, am Rad zu drehen. Wie ist denn der so reich geworden? Stimmt. Nicht, weil er am Rad gedreht hat. Egal. Was ist denn hier los? Wir hatten hier hingesaut. So, da haben wir auch noch ein Guten Tag. So, 330. Dass die Werkstatt jetzt ein bisschen hinziehen, bis die Reifen günstiger geworden sind, die Räder. Ich sage auch immer schon Reifen, obwohl es keine Reifen sind, das sind Räder, definitiv. So, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Das war's. So, Snacks und L kann man nicht mehr.
Okay. Eistruhe könnte ich jetzt auch schon so langsam. Was ist denn hier los? Schmutz. So ein Schmutz. Habe ich, danke. Ebenso. Kein Auto da, ne. You're amazing. 2,33 Sekunden pro Teil oder was? So. War schon wieder fast voll. Ei. Ja, was ist denn hier los? Machen wir auch so, ne? Ja. Ja, ich soll das Zelt bestellen, ich weiß. Polizei ist hier ein guter Kunde, muss ich feststellen. Das machen wir jetzt aber noch fertig, die zwei Pfosten, ne? Müssen reden. Kommt dann Werkstatt. Ja, ich weiß, ich weiß. Nicht zu viele Räder. Aber ich muss aufpassen, die hauen auch ab mit der Zeit, ne? Gerade die bringen ja richtig was, ne? Okay. Runter. Drei Räder. Oh nein. Ich meine, ja, ist gut, aber. Guck mal, hier ist sogar der Chrom wird überlackiert. Zumindest gehen hier die Schrauben auf, ne? Genau. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da können wir schon mal eventuell ein paar Räder nachordern, weil hier ist nämlich gleich Feierabend. Das kann ich mir nicht leisten. Zumindest mal vier Stück. Das ist nicht viel, aber. Weil die nehmen ja sehr wenig Lagerplatz in Anspruch, weil das nur eins fehlt, ne? Das ist der Vorteil. Aber noch? Igel. Job. 450, jawohl. Das sind doch Argumente. So, das Kratzding. Sieht schon so schlimm an, wenn der da drüber fährt, ne? Bist du noch da? Danke, dass Sie gewartet haben.
Was ist hier los? Ja, ich komme. Schön, dass Sie bei mir einkaufen. So, schön vorsichtig, dass wir hier nichts... haben wir gleich. Ah, ich muss einkaufen. Ich muss Räder kaufen. Das nächste, was ich jetzt mache. Ja. So, Lieferung, Teile, auch wenn sie teuer. Ich weiß, aber mal gucken, mal eben die Gewinnspanne ist immer noch da. Komm, also sei mal nicht so geizig hier. 4. So, was haben wir jetzt an Geld? So viel habe ich gar nicht. Doch, ich habe 967. Ja, stimmt, ich habe ja. So, sind wir schon mal weiter. Lagern wir ein, machen wir doch. Und wir tanken wieder. 137, das ist gut. Neue Mail. Kunde an Werkstatt, die jawohl. Das machen wir doch sofort. Was ist das hier? Werkstatt, Ersatzteil? Ja. Keine Zeit zum Lesen. Runter. Schönen Waren haben sie da. Wollte ich etwas so ein. So, solange es keine 4 sind, ist es gut. Aber der ist gekommen. Wäre doch nicht so tragisch. Aber ich habe noch 4 bestellt, also. Ich hoffe, die werden günstiger. Später werden wir da natürlich deutlich mehr haben. Ne? Noch eins. So. Spiegel, Spiegel, ja, an der Wand. Next. Gut, wenn die 80 kosten, muss das sich ja auch lohnen. Ne? 360, sehr gut. Ja, so kommen wir langsam zur Kohle hier. Langsam aber sicher. So, tanke. Bitte. So, was haben wir an Geld? 912. Ja. Komm, ziehen wir die kurz ab und dann kaufen wir wieder ein bisschen was ein. Aber vorher schieben wir das nur ins Lager, was wir haben. Ins Regal. Da haben wir mehr Platz nachher. Wird nicht viel reinpassen, ne? Ja, das war's. So, 937, okay. Lagerhaustor, da wollte ich... Ne, ich wollte einkaufen. Ach, Idiot. Entschuldigung. Lieferung. Produkte. Von denen haben wir noch. Wir brauchen Snacks. 4, 5, 6 und brauchen Alkohol. Was sagt das Lager? Überfüllt, ne? Ja. Wie immer.
habe ich denn da? Habe ich da so viel noch drin von dem Zeugs da? So, meine vier Räder. Ganz wichtig. Zum Glück gibt es da keine Lieferkosten. Die werden pro Rad berechnet anscheinend im Preis drin. Oder was weiß ich, wie sie das machen wollen. 714. Aufgabe erledigt. So, fülle die Regale der Werkstatt. Ja, mache ich. Und da haben wir auch schon wieder einen, ne? Guten Tag. Ein Rad. Vorne rechts. Wenn ich das so sehe, könnte ich eigentlich das andere auch mal wieder zocken. So, was sagt mein Wecker? Ja, Alarmzeit. Ich will die Folgen hier sowieso immer ein bisschen länger machen, damit wir auch vorankommen. Spiegeltür. Das sollten wir auch mal wieder ordern. Wobei 93, sehr schön. Zwei Stück hatten wir gekauft. Hier hätten wir auch ein bisschen was gekauft. Nicht viel. Aber ich warte bis zum nächsten Tag. Da ist hoffentlich, sind die Räder hoffentlich günstiger, aber das ist im Moment ziemlich teuer. Ach, Lagerhaustor. Ist der nächste schon da? Ja. So, kleinen Moment, der im Lagerhaus wartet. Der hat einen LKW, da kann der schlimmstenfalls drin einen ruhen. Oh. Ein Blödsinn, Opilein. Ja, ja. Lagerhaustor, ja, machen wir gleich. Ja, ich muss, solange ich die Lager so klein habe, aufpassen, was ich einkaufe. Das Lager ist nicht groß und wenn ich dann so viele Sachen von einer Sorte und da kann ich die anderen nicht mehr ordern, das ist sehr ungünstig. Nice. Yo. Ich weiß. Prinzip ist ein bisschen übertrieben mit den Softgetränken. So, dann machen wir das eben. Ja, bitte. Komm rein, kannst du rausgucken. Daddeldü. Ja, komm. Ich muss da irgendwann sowieso Platz haben. Hm, was war das? Was haben wir? Werkstatt, Kraftstoff. Jawohl. So, eins nehmen wir mit. Das lag da noch was? Tatsache. Niemals leerlaufen. Das ist unrentabel. So, ich grüße Sie, meine sehr verehrten Damen. Der Rest. Jawohl. Werkstatt ist auch noch einer. Da fahren wir jetzt sofort hin, vor Abhaut. Gehen hin.
Laufen hin. Kriege ich direkt Lust auf Süßigkeiten, wenn ich das hier sehe, ne? Das alter Kohlehydratiker. Zweimal Rad. Müssen wir nachbestellen, unbedingt. Haupteinnahmequelle hier. Aber ihr wart trotzdem bis morgen. Wir hoffen, dass die Preise sich etwas erholt haben, weil die sind sehr hoch für Räder. Deswegen machen wir hier mal keinen so einen Stress. So. Kratzer. Gut, ist eine gute Tür verkratzt. Ja, zerkratzt, verkratzt. Ein bisschen aufräumen. So, Kunde an Kraftstoff, Kunde an Kasse. Kraftstoff haben wir. Wird Zeit. 22,45. Guck mal eben die Preise. Ich hab's vergessen. Kraftstoff immer noch 2. Ich hoffe, wir pokern jetzt nicht in die falsche Richtung. Ich gehe davon aus, dass es teurer wird, weil es war ja schon günstiger, ne? Ja, der passt das an. Sehr gut. Nein. Das morgen günstiger wird, ist ja auch kein Problem. Morgen Abend haben wir eh nichts mehr. So, haben wir hier noch ein bisschen was und da noch und hier noch. Hier können wir alles reinwerfen. Und hier. Das sind aber auch immer sehr große Mengen. Ne? Das sind 30, guck mal. Okay, so. Wer immer da lacht, ich weiß es nicht, wer es ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Irgendein Geist. Geist der Vergangenheit. Keine Ahnung. Ja, da bist du auch schon da, so. Bist du? Oh Gott, das dauert. Ja, da kannst du zu, wenn du willst. Der macht jetzt zuerst Sprit hier rein. Hier ist keiner. Ah, da kommt doch keiner jetzt rein. Zwangsläufig. Macht aber nichts. So, also wir haben getankt, ja. Sehr gut. Okay, 1,24. Was kosten die Räder? 65, ja gut, jetzt nix. 6 Stück müssen wir kaufen. Kostet 950, ja. Alles klar. Ist an der Werkstatt einer, ja. Dann haben wir dich gerade noch fertig und dann gehen wir rüber. Wie schon gesagt, die Werkstatt ist das, was, glaube ich, zumindest am meisten Umsatz macht.
Wen wundert's? Na? Dreimal Rad. Ja, das ist nämlich genau das passiert, was ich befürchtet habe. Ja, können Sie gucken, ne? Ich habe meine Räder sind alle. Ich kriege nur Räder. Da kommt er, ein Glück. Dann machen wir noch eins drauf. Blast. Oder hatte ich jetzt noch welche drin? Nee. Das schaffen wir auch in der Zeit. Das ist gut. Ja, schön, dass sie da sind. Es ist nämlich gerade knapp geworden hier. Ich hoffe, die Mutti haut nicht ab. So, Dankeschön und tschüss. Ah, oh, noch was. Ich weiß warum, weil ich falsch Taste drücke. Doch, Depp. Diddly. Diddly Pamphlet. So, ja. Ich muss warten, bis er raus ist, sonst macht er das Tor da hinten nicht zu. Und dann wundere ich mich nachher, wenn irgendjemand hier Blödsinn macht, ne? Kasse, Kunde an Werkstatt. Das machen wir zuerst. Tankstelle. Ja. Yeah. Bin doof. Ich bin doof. Oh, jetzt habe ich das vergessen, dass der hier mich gewartet hat. Das war nix. Opa, das war definitiv nix. Okay. Ich habe tatsächlich vergessen, dass der da steht. Dass ich ein Rad noch muss dran schrauben. Das finde ich nicht gut. Nein, 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 nein. Ärgerlich, ärgert mich. Habe ich gar kein Geld bekommen jetzt da? Doch ein bisschen schon, ne? Nur nicht die volle Summe, logischerweise. Mhm. Schließe alle Ziele ab. Betankt, Kunden bedient, Fahrzeuge repariert. Okay. Das ist okay. Sag mal. Das war nur 31. Aber weißt du, was ich noch machen könnte? Ich könnte mal noch ein Regal kaufen. Zigaretten natürlich. 200 und so noch ein Eis. Ne, machen wir nicht. Regale. Muss ich noch rausfinden, wofür das gut ist. Das hat aber irgendwas mit dem. Genau. So, brauchen wir hier was. Hier sind wir noch gut voll, da noch und da auch noch. Hier müssen wir langsam mal leer werden. Das sieht auch gut aus. So, gehen wir noch ein bisschen üben. Es könnte aber jemand kommen, der einen Schlüssel im Kofferraum liegen hat, liegen lassen. Und dann ist es doch besser. Oh, ja. Einfach bringe nicht wirklich viel. Schönen guten Tag, Entschuldigung, Sie mussten warten. Ein, zwei Räder. Sorry.
So, na komm. Ja, auch wenn das hier sich wiederholt jetzt gegenüber dem Messstaffel, es macht trotzdem Laune. Popularität gestiegen, obwohl ich vorhin den versammelt habe. Ja. So, da haben wir noch ein Rad. Jawohl. Müssen wir auch gleich wieder kaufen, wenn wir Kohle haben. Damit es weitergeht, ne? Incredible. 160, na gut. War jetzt nicht so viel. Aber okay. Guten Tag. So. Habe ich, danke. So, Zigaretten müsste ich noch kaufen. Ne? Zigaretten. Ja, kauft ihr mal das Zeug direkt, damit ich mein Lager mal leer bekomme. Mit vollem Lager brauche ich nichts zu verkaufen. 10, 18, 24. Kann ich das jetzt schon leveln? Nee. Kann ich die Werkstatt noch mal leveln? Nee. Dann kann ich in das Lager leveln. Mit Kohle? Nee, auch nicht. Tankstelle Level zu niedrig. Okay. Also jetzt, ja, ich muss die Ziele abschließen. Quatsch. So, Lieferung. Kraftstoff kostet jetzt 2,40. Ich hab's geahnt. 139 haben wir noch, müssen wir noch einmal durchziehen. Lieferung. Brauchen unbedingt Räder. Die sind immer noch günstig. Oh. Entschuldigung. So, Lieferung, Produkte. Wir haben Zigaretten. 2, 3. Das sind nicht so viel von der Menge. Alkohol bräuchte man nochmal. Ich glaube, das Lager ist jetzt schon wieder voll. Knapp, aber voll. 15. Gibt es eine 15er Packung? Die teuren. Ja, okay. 200. Auf geht's. Geld, ne? Unglaublich. Aber die Räder brauchen wir. Ohne die Räder keine Kohle. Waren. Oh, das ist gar keine. Nein, für sie schauen wir noch. Und die Kombo versaut. Jawohl. Also was ich gut finde, das hier ist reduziert worden, deutlich. Also ich hatte vorher viel mehr fegen müssen. Das finde ich nämlich gut, dann kann ich nämlich später auf die Reinigungskraft hier verzichten und die Leute richtig da einsetzen, wo es Kohle bringt. Ne? Und dann Werkstatt, ja. Tag. Dreimal Rad. Thank you.
Genau. So, ist mein Wecker. Ja, warte mal ein bisschen, komm. Ich habe ja gesagt, dass ich die Folgen hier etwas länger ziehe. Mal sehen, wenn wir nachher mal da sind, wo wir die DLCs und das neue Zeugs da haben, dann machen wir mal vielleicht wieder kürzere, aber im Moment ist das hier, glaube ich, ganz gut. 240, sehr gut. So, letzter. Hä? Was war das? Achso, Entfernungs. Weitwurf. Gedöns. So, was haben wir denn? Fahrzeug repariert, brauchen wir noch eins. Tanken. Ja, gehen wir hin. Ach, da laufen die. Oh, Opa. Ja, okay, das ist so tragisch. Doch, ist tragisch, weil das kriegt die ja auch geschenkt. Ja, muss gar nicht meckern. Kann ich dafür, wenn das Zeug da in meinen Schwamm reinrollt. Super. Ja, ja. Nee, habe ich erst bestellt. Die stehen da und warten. So, okay. Bin unterwegs. Keine Panik. Was sagen, wo sind die? Palette hin. Sorry. So, dann hätte ich nehmen wir mit und setzen wir in die Tankstelle, ne? Ach, so, das ist so schön gesessen. Jetzt kriege ich den nicht mehr gedreht. Also nicht so einfach. Gut, dann. Ich kann den nicht drehen. Schade. Ach, dann ist es halt so. So, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen mit dem Bär gekämpft. Ich bin ein bisschen mit dem Bär gekämpft. Wow. So, einräumen. Ganz wichtig. Spiegel. Immerhin 5 Stück. Sehr gut. Und erstmal hochheben. Wow, 3 Räder schon wieder. Können wir gerade schon wieder welche bestellen, ne? 408, ja. Geht nicht anders. So, vorne rechts noch. Autos repariert haben wir jetzt zwar durch, aber es sind noch mehr. Hier sind noch mehr, ja.
Okay. Kratzer, Entferner, so, ja. Ja, es bringt zwar Kohle, hält aber auch ganz schön auf, ne? Muss man aber auch so sehen. Spiegel. Have a nice day. 450, das ist gut. Ich muss immer noch staunen, dass die Räder hier in die Kiste, in den Müllsack reinpassen, ne? Polizei, ja. Wieder einmal, ne? Good job, ich weiß. Great job. Ja, das sagen sie alle. Oh ja, Zigaretten muss ich einräumen. Muss ich das sofort machen, damit die, die nachkommen, Zigaretten haben. Na. Ja, es sind nicht alle Sorten jetzt drin, aber ist egal. Nochmal. Und jetzt kriegen wir das hier wieder leer. Wie sieht das hier aus? Naja, geht so. Okay. Guten Tag. 937 Räder kaufen. Räder kaufen. Ganz wichtig. Machen wir mal direkt. Komm. Wo irgendwas anderes machen. Acht Stück. Ein Kratzer und ein Autospiegel. Die sind im Moment noch günstig, deshalb muss ich die jetzt auch noch kaufen. So, einmal kurz gucken. Wie sieht es hier aus? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Kaufen wir jetzt erstmal nichts. 100 Liter haben wir noch. Just as I wanted. Perfekt. Trinkgeld. Ja. Noch Kunden bedienen. 6 Stück. Ja. Danke. Sehr gut. Rechtstags war schon lange nicht mehr da. Sag das nicht zu laut. Wenn der nämlich immer im Dunkeln kommt, ist das ungünstig. Boah, wie wenig das hier verschmutzt, ne? Aber warte mal, wenn die anderen Gäste noch kommen. So, wie sieht es aus hier drin? Ja, es wird nicht wirklich voll, ne? Aber ich lasse ihn irgendwann nochmal kommen. Der andere Container muss ja auch mal leer gemacht werden. Und da muss, kann der jetzt mal gleich kommen. Wird muss man gucken, was er morgen kostet. 2,40 ist mir definitiv zu viel. Dienstleistungen. Balsamer. Und dann komm du mal her. Mit dem Spiegel, das ist ja Wahnsinn, ne? Der kostet 80, das ist mir noch nie so aufgefallen, war mir nie so bewusst. Was bringt denn der dann im Verkauf? Boah, das ist ja extrem günstig, ne? Ach so. Ja, okay. Guten Tag. Ich sag nicht, wie du aussiehst mit deinem Hut.
So. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Haben wir gleich die Stunde. Dann werde ich mich jetzt verabschieden mit dieser, von dieser Folge. Wollte gerade sagen, fährst du mal irgendwann? Und bedanke mich fürs Zugucken. Wir gehen noch eben einräumen. Das habe ich jetzt nachher vergessen. Tore gehen beide zu. Millapur ist da. Perfekt. Hier machen wir kurz noch. Hier haben wir nichts. Da auch nicht. Das ist gut. Okay. Hier haben wir auch nichts. Nee. Räder haben wir noch. Wartet auch schon. Och komm. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ja, die sind empfindlich. Die hauen ab. Schade. Die Kohle ist mir jetzt entgangen. Na, fahr doch. So, den tanken wir noch und dann ist Schluss. Für diese Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie schon gesagt, gern ein Abo oder ein Kommentar oder ein Like. Ciao.